Herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry. So, Lastwagen sind wieder stabil, wir haben genug Einigkeit, wir haben genug Wartung. Fahrzeugteile gehen gerade so ein bisschen runter. Wo werden nochmal Fahrzeugteile produziert? Hier. Ja, aber da brauchen wir kein Lager. Also wir verbrauchen halt gerade relativ viel, weil wir gerade sehr viele Autos herstellen. Aber ansonsten entspannt. Kohle steigt, das ist auch wichtig, nachdem jetzt hier das Bergbaulager wieder funktioniert und auch vernünftige Zuweisung hat. Hier wird die Kunst irgendwann, hier auch noch deutlich mehr in die Tiefe zu gehen. Ja, weiß ich nicht, da müssen wir tatsächlich uns hier irgendwie so runterräumen. Ich würde jetzt erstmal so ein bisschen in die Breite gehen, immer so ein bisschen tiefer und vielleicht kann man dann wirklich so sich runter bewegen. Boah, das hier, das dauert echt lange. Können wir eben gucken, das ist ja der Bergbaukontrollturm hier, glaube ich. Ne, ist er nicht. Ach stimmt, da hatten wir ja auch noch einen. Was passiert hier eigentlich? Da kommt auch das ganze Geröll her. Ja, ganze Gestein. Aber das ist halt ein Langzeitprojekt, hier hochzugehen. Wir können trotzdem... Achso. Hier mal gucken. Ja, da ist noch viel zu tun. Gerade hier in dem Bereich wird es halt auch interessant. Ansonsten bin ich am Überlegen, ob wir nicht den ersten Mal wegbeordern. Der macht halt nur Gestein, das wir aktuell nicht gebrauchen können. Ja, komm. Die gehen mal weg, bitte. Der wird pausiert. Und die gehören jetzt zu diesem Bergbauturm. So, der hat aber ein Problem. Aha. Der kann sein Zeug nirgendwo hinbringen. Die Erde kann er nirgendwo hinbringen. Aber Erde darf doch auch verkippt werden, oder nicht? Wir legen das nochmal fest, dass die auch Erde verkippen dürfen. Was nicht verkippt werden darf. Okay, wir nehmen das raus. Ist schon wieder lustig. Jetzt haben wir so viel Erde, dass wir die schon wieder verkippen können. Weil mit dem Gestein funktioniert es ja auch wieder. Dann müsste es doch jetzt mit der Erde auch funktionieren. Hallo. Erde darf verkippt werden. Interessiert ihn das jetzt? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, das System. Weil ich verstehe, was hier verkippt werden kann, ist, was dieser Bergbau, was diesen Bergbauturm angeht. Nee, der verkippt es nicht. Weil es soll ja dann hier verkippt werden. Aber hier haben wir keinen Bergbauturm zugeordnet. So, benutzergesteuerte Routen. Lastwagen liefern ihre Fracht automatisch, basierend auf der Priorität der Quelle und Zielgebäude. Manchmal wünschen sie vielleicht eine größere Beherrschung über Lieferungsquellen, Ziele oder ihrer Fahrzeuge. Benutzerdefinierte Routen ermöglichen dies und können die Effizienz und Verlässlichkeit ihrer Logistik erhöhen. Ein Bergbaukontrollturm kann zugewiesen werden, abgebaute Produkte zu bestimmten Lagern zu exportieren. Okay, um dies zu tun, wählen Sie einen Bergbaukontrollturm und klicken Sie den Knopf. Okay, das heißt, die können das hier hinfahren. Und dann kann jemand anderes das wiederum woanders hinbringen. Okay, man kann sie auch zwischen Lagern machen. Also Bergbaukontrollturm hier hin. Dann wird das dahin gebracht. Ah, okay, der besitzt ein Gebiet zum Verkippen. Okay, warte mal, wir machen das mal. Der verkippt es dann da. Ja, das ist gar nicht so blöd. So, jetzt hätte ich gerne die bessere Forschung. Oder die Förderbandaufzüge. Oder die Geländeplanierung. Oder die Unterkünfte 2. Oder die Baumpflanzung.
Stützmauern. Verhindert den Einsturz von Gelände. Oh, das passiert dann also auch noch. Na, herzlichen Glückwunsch. Forschungslabor 2. Haben wir schon. Ach so, wir haben das schon. Dann hätte ich gerne die Förderbandaufzüge. Und dann können wir hier mal in den Bereich reingehen, Betonproduktion. Dann können wir das ganze Gestein wahrscheinlich mal ein bisschen benutzen. Ich glaube, das muss man dann zercrunchen und dann kann man das verarbeiten zu Beton. Oder zu Zement und das dann zu Beton. Irgendwie so war das. Ein bisschen Zement haben wir ja auch schon. Okay, aber dass die das nicht verkippen. Das ärgert mich, dass die das nicht verkippen. Das ärgert mich gerade sehr. Wie kann ich denen sagen, dass sie das hier bitte hinbringen sollen? Ich meine, hier wurde ja schon mal Erde verkippt. Ha. Okay, dann könnten wir halt wirklich sagen, ne, ihr bringt das da rein und ihr bringt das. Obwohl, das geht ja, glaube ich, nicht, weil hier ja keine Mischsachen reingepackt werden können. Das funktioniert so, wie sie im Tutorial hatten, nur wenn man nicht mischt. Wenn man diese Mischmechanik nicht drin hat. Was machen wir denn mit euch? Freunde der Nacht. Ja, ich muss hier noch ein Verkippungsgebiet machen. Oder wir müssen noch mehr Schüttgutlager bauen. Erde. Ja. Irgendwie so. Keine Ahnung. Also ich hätte es eigentlich am liebsten, dass sie es hier verkippen, aber hier ist ja auch kein Bergbauturm und wenn, müsste man es halt hier reinbringen, über eine Route zum Beispiel. Aber es soll ja auch nicht immer dahin. Ha, schwierig. Gut, dann würde ich jetzt ganz gerne das mit der Forschung mal ausprobieren. Dazu müssen wir allerdings Laborausrüstung, müssen wir dafür herstellen. Damit sollten wir anfangen. Dazu brauchen wir eine Montagemaschine 2. Montage 2. So, das wäre schlau, das irgendwie hier in der Nähe zu produzieren. Das Problem ist, wir haben hier keinen Platz. Also machen wir es nicht ganz so schlau, sondern machen das in der Nähe von dem Kram hier. Das hat, glaube ich, recht ähnliche Bedürfnisse. Und hier möchten wir gerne Forschung herstellen. Laborausrüstung. So, Gebäude, Lager, Stückgutlager. Eins. Zwei. Förderstrecke. Zack. Zack. Da brauchen wir mechanische Teile. Wir brauchen wir 12. Und 12. Elektronik. So. Und dann brauchen wir da wieder ein Lager. Da kommt bitte rein Laborausrüstung. Ja, wenn das steht, dann können wir auch das Forschungsgebäude dann höher machen. Und dann würde mich mal interessieren, genau, okay, Eisen, nee, Moment, Konstruktionsteile 1, 9, 9, 12, 12 und hier ist es 4,5, 4,5, 6, 6. Oh, das ist besser.
Das ist schon besser. Wir machen das jetzt mal. Das sollten wir stemmen können. Die Frage ist, ob das funktioniert, weil ja hier keiner rankommt. Mal gucken. Aber die Lager sind voll. Mehr oder weniger. Oh, Ziegel hier wieder. Die Ziegel. Na gut, Ziegel sind kein Problem. Sonst müssen wir tatsächlich mal so einen Ziegeltruck bauen, der einfach nur die Ziegel dahin fährt. Und nichts anderes macht. Jetzt müssen die ganzen Konstruktionsteile wieder zurückbauen. Und das hier funktioniert, obwohl da keiner rankommt. Das ist gut. Das finde ich gut, dass das geht. Oh, wir werden bald viel mehr Konstruktionsteile 1 haben. Ach, schön. Und dann wäre es ja auch sinnvoll, das hier mitzumachen. Müssten wir mit der Elektronik vielleicht noch hinkriegen. Ansonsten müssen wir da die Produktion mal ein bisschen ausbauen. Wir haben ja genug Kupfer. Ich glaube, die einzige Elektronik, die wir produzieren, produzieren wir tatsächlich hier. Oh. Und das ist schon ein bisschen wenig. So, hier geht es jetzt volle Kanne weiter hier. Zack, zack. Das muss besser werden. Wir brauchen mehr Elektronik, so wie das aussieht. Na, das Lager hier ist leer. Klar, wird ja auch in die Wartung investiert, das Ganze. Aber besser wär's. Okay, das haben wir geschafft. Dann können wir hier verbessern. Jetzt haben wir gleich keine Konstruktionsteile 2 mehr, aber wir verbessern das ja, dass wir da mehr bekommen. Ah, 12, 6, 6. Wir brauchen sicherlich dann nochmal eine neue Elektronikproduktion. Ja, das wird notwendig sein, das wird so nicht mehr reichen. Zumindest am Kupfererz liegt es nicht, da haben wir richtig viel von. Okay, die stellen jetzt jeweils 4 pro Minute her. Und wir brauchen hier schon jeweils 6 pro Minute. Ja, da wissen wir schon, das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen nochmal so einen hier. Und am liebsten hier in der Nähe. Jetzt kommen wir uns dann mal wieder in die Quere. Wobei, wollen wir das dann in der Nähe haben? Ja. Ich möchte das hier in der Nähe haben. Und das hier kommt ja eh bald weg. Dann hätte ich den gern einmal hier. Und wo produzieren wir eigentlich unsere Kupferplatten? Da habe ich überhaupt gar keinen Plan mehr. Die werden wir nämlich jetzt auch erhöhen müssen. Aber wo produzieren wir das? Hoi. Was ist hier los, liebe Leute? Haben wir noch Elektroschrott? Nur einen. Okay, das ist gut. Dann wird das hier zu Eisenerz. Das wird zu dem hier nur noch. Das wird nur noch zu dem hier. Perfekt. Oh, ja, das ist auch wichtig, weil wir dann... Oh, ja, da bricht nämlich schon wieder alles ein hier. Wichtig, wichtig, dass ich da mal drauf geguckt habe. Hier muss Kohle rein. Warum ist da keine Kohle drin? Liebe Leute. Aber wo produzieren wir denn bitte unser Kupfer? Ist auch keine Kohle drin.
Haben wir immer noch so ein Problem hier, die Kohle vernünftig unterzubringen? Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. Kupferplatten, wo werden die produziert? Hier. In dieser traurigen Produktionsanlage. Wieso werden die hier nicht produziert? Hä? Hä? Wir produzieren kein Kupfer. Ich verstehe gerade hier nicht, was hier nicht passiert und warum hier nichts passiert. Okay. Hier muss Kupfererz rein. Das hier kommt raus, das Rezept. So. Was passiert hier? Versucht mir da... Also ich habe echt keinen Plan, was das hier gerade soll. So, hier muss rein... Kupfererz. Schön voll halten. Hier muss rein Kohle. Auch schön voll, bitte. Das muss da rein. Das muss da rein. So, das wird jetzt hier bla bla bla. Und hier haben wir einen Ausgang. Oder? Genau. Der muss da rein. Ja gut, dann müssen die LKWs jetzt woanders lang fahren. Ist mir egal. Wie sagen wir das denn nicht verbunden? Ich raff hier gerade gar nichts mehr. Und dann brauchen wir noch ein Schüttgutlager hier für Schlacke. Und das wollen wir bitte schön leer haben. Ich meine, wir haben genug Kohle. Also da muss ja mal was passieren. Wasser ist auch mehr als genug da. Gut, müssen wir hier gegebenenfalls dann auch noch mal ein bisschen umstellen. Dass wir das nicht so abhängig vom Regen haben. Aber ich raff das nicht. Was hier passiert ist... Gut, das stand jetzt so abseits. Ja gut, Wasser kriegen wir von hier. Kein Problem. Wie viel Kupferplatten haben wir denn überhaupt noch? 69, okay. Ja, hier, geht auch runter. Ja gut, da ist klar, ne? Damit kommen die hier richtig schnell an mit dem Kupfer. Okay, da steht auch, was gerade ein bisschen problematisch ist, ist halt diese Förderdinger jetzt hier zu Ende zu bauen. Einfach, Alter, da kommt das Kupfererz angefahren. Eieieiei. Jetzt bringt mal ein paar Konstruktionsteile 2 her. Where is the problem? Elektronik ist jetzt das Problem, wahrscheinlich, weil wir keinen Kupfer mehr so wirklich haben, ne? Hm. Noch geht's, aber... Wieso wird da nichts hingebracht? Das verstehe ich nicht. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein Stückgutlager... dass die Platten da rausbringt. Verrückt. Okay, Konstruktionsteile 2 wird natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Können wir gucken, ob wir handeln können. Wir können Hühner kaufen. Wir können Kupfer kaufen. Kaufen mal 2 Stück. 2 Stück Kupfer, bitte.
Einfach, dass hier mal ein bisschen was passiert, ne? Dass wir dann noch in der Lage sind, die Elektronik auch tatsächlich herzustellen. Okay, Ausrüstungshalle 1 sind kein Problem. Boah, das nervt mich schon wieder. Dass hier einfach die Kupferproduktion hier komplett brach liegt. Ich nicht weiß, warum. Das ist frustrierend. Okay, wir brauchen mehr Kohle. Ich glaube, diese 360, die täuscht einfach nur. Die täuscht. Ja, wir brauchen mehr Kohle. 1, 2, 3. So, ein Gummi wird hier irgendwie auch nicht angeliefert. Mutter, hier sind jetzt überall diese ganzen Zuordnungsdinger hier. Haben wir gerade auch ein Gummiproblem? Kann das auch sein? Hier steht es auch komplett still. Ja, uns fehlt die Kohle, glaube ich. Ich glaube, es ist tatsächlich die Kohle, die hier fehlt. Was ist denn hier los? Die wissen nicht, wohin. Teilweise blockiert. Erde ist voll. Weil der Mist nicht verkippt wird. So, und warum wird hier keine Erde verkippt? Das raff ich nicht. Wieso wird hier keine Erde verkippt? Okay, wir stellen hier jetzt einen Bergbauturm hin. Ich hoffe, wir haben dafür noch die Ressourcen. Wenn ich jetzt wieder finde, wo diese blöden Bergbautürme waren. Erde. Gib ihm. So. Zack. So, was ist jetzt dein Problem? Hat keinen kompatiblen Bagger. Ihr sollt hier ja auch nur verkippen. Der geht erstmal tanken. Die brauchen einen Bagger zum Verkippen. Wie bescheuert ist das denn? Okay, das funktioniert nicht. Wir gucken mal in der nächsten Folge, was wir machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.